Hört ihr es hinter mir? Es ist richtig was los. Wenn die Kohlmeisen im Spätwinter wieder anfangen zu singen, dann ist für mich die Brutzeit nicht mehr weit weg. Und ihr seht es an meinem Lächeln, ich freue mich total drauf. Und heute möchte ich euch mal mitnehmen in die Streuobstwiesen bzw. auch an den Waldrand. Denn es sind nicht nur die Kohlmeisen schon am Singen. Und ich möchte dir heute einige Vögel vorstellen, die jetzt schon Ende Januar wieder kräftig am Singen sind. Ich wünsche dir viel Spaß mit dem Video und komm mal mit. Wie schon zu Beginn gesagt, es ist eben nicht nur die Kohlmeise hinter mir, die schon kräftig am Singen ist, sondern schon auf dem Weg, als ich mit dem Fahrrad hierher gefahren bin, habe ich aus den Gärten mehrere Amseln singen gehört. Und es ist grau, es ist nicht besonders warm, eigentlich müsste ich meine Handschuhe gleich mal wieder anziehen. Und trotzdem sind viele Vögel schon in richtig schöner Ballstimmung. Das liegt daran, dass es halt gerade in den Siedlungen doch noch mal etwas wärmer ist als außerhalb. Und die Vögel merken, dass die Tage wieder länger werden und viel von ihrer Gesangsaktivität hängt von ihrem Hormonhaushalt ab. Und der Hormonhaushalt wird maßgeblich nicht über Temperatur, sondern über die Tageslänge und das verfügbare Licht gesteuert. Ich wollte nicht schon mitten in der Siedlung die Kamera auspacken und habe deshalb nur kurz mit dem Handy gefilmt und konnte eben dieses sehr melodische, klare Flöten der Amsel aufnehmen. Und auch wenn sie jetzt um die Jahreszeit häufig noch etwas ruhiger und etwas leiser und eher irgendwie etwas schüchtern ihren Gesang vortragen, sind sie mittlerweile Ende Januar hier in Süddeutschland wirklich schon ein täglicher Begleiter. Und das ist Vogelstimme Nummer 1. Doch die Amsel ist nicht der einzige Vogel, den man jetzt schon um die Jahreszeit singen hören kann. Und hört mal hinter mir. Da singt eine weitere Amsel. Aber um die soll es nicht gehen, sondern um die Kohlmeise. Die Kohlmeise ist wirklich ein ganz klassischer Vogel, der jetzt um die Jahreszeit schon anfängt zu singen. Ihr typisches Spindig, 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 Spindig. Also der Gesang bestehend aus einem hohen und einem tiefen Ton, die monoton immer wieder wiederholt werden, sind wirklich ein ganz klassischer Gesang des Spätwinters. Egal ob in den Gärten, in den Wäldern oder in den Obstwiesen, egal wo, wenn ein paar Bäume da sind, kann man auch Kohlmeisen hören. Und deren Gesang kriegt man wirklich jetzt schon im Spätwinter sehr häufig zu hören. Hinter mir ist eine Brombeerhecke und Brombeerhecken sind sehr gute Lebensräume, weil sich viele Vögel darin verstecken können. Und einer dieser Vögel, der gerne so im Dickicht unterwegs ist, ist der winzige Zaunkönig. Der Zaunkönig ist einer unserer kleinsten Vögel und der mag das ganz gerne, wie so eine Maus durch das Dickicht zu schlüpfen. Und sein Gesang kriegt man zwar den ganzen Winter und auch das ganze Jahr über mehr oder weniger häufig zu hören, aber gerade jetzt um die Jahreszeit im Spätwinter beginnt auch er wieder mehr in Fahrt zu kommen. Und sein Gesang ist ein echt lauter Gesang, den man eigentlich so einem ganz kleinen Vogel gar nicht zutrauen würde. Meistens irgendwo im Dickicht, aber manchmal sieht man ihn auch wirklich, wie er dann exponiert auf so einem Pfahl oder auf einem Ästchen draußen sitzt und dann kann man ihn sehr schön sehen, wie er mit aufgestelltem Schwanz seinen metallisch lauten, wirklich kräftigen Gesang zwitschert, der häufig sich dann auch noch mehrfach überschlägt. Bezogen auf die Körpergröße macht der Zaunkönig im Tierreich jedem Vogel was vor, beziehungsweise sein Gesang ist bezogen auf die Körpergröße wirklich einer der lautesten. Und das liegt daran, dass Zaunkönige eigentlich ganz gerne in der Nähe von Bächen vorkommen. Und Bäche haben natürlich selbst auch eine Geräuschkulisse und die gilt es zu übertönen. Ich bin jetzt nun am Waldrand angekommen und hier singt direkt der nächste Vogel. Auf Englisch heißt er Woodpigeon, also Holztaube, und gemeint ist die sehr häufige Ringeltaube. In manchen Teilen Deutschlands ist sie im Winter gar nicht so häufig. Hier aber, wo die Temperaturen recht mild sind, sind sie schon wieder sehr früh am Singen und man hört dieses rhythmische Hu, 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 hu. Fünfsilbig, sehr rhythmisch, hinter mir die Ringeltaube. Irgendwo hier oben ist ein Kleiber unterwegs und Kleiber sind auch wieder sehr, sehr coole Vögel. Sie sind die einzigen Vögel, die kopfüber Baumstämme hinablaufen können. Das können auch nicht Wald- und Gartenbaumläufer, auch wenn das manche behaupten. Die fliegen immer unten hin,
kringeln dann den Baum und der Kleiber, der kann wirklich auch einfach so runterlaufen. Und der Kleiber ist eigentlich ein Vogel, den man im Vorfrühling gar nicht so häufig hört, aber gestern und heute konnte ich ihn schon mehrfach singen hören. Sein Gesang besteht aus einem sehr rhythmischen Pfeifen, teilweise also wirklich laut und kräftig. Häufig sieht man ihn gar nicht, aber man hört ihn sehr. Und sein Gesang ist eben eine leicht aufsteigende, aber manchmal auch leicht abfallende rhythmische Strophe aus Pfeifern. Ach, ist das schön, weil nicht nur bei den Singvögeln geht die Balzzeit jetzt schon los, sondern eben auch bei anderen Vögeln, wie zum Beispiel den Spechten. Zwar singt hier gerade wieder nur die Amsel hinter mir, aber ich konnte gestern, und das möchte ich euch nicht vorenthalten, einen Mittelspecht hören. Mittelspechte kommen überall dort vor, wo einige Eichen vorkommen, zum Teil aber auch dort, wo alte Laubbäume insgesamt vorkommen. Und dort kann man sie eigentlich ganz gut auch beobachten. Normalerweise hört man sie gerade im Winter eher an ihrem Ruf, während der Buntspecht kick, 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 kick ruft. Macht der Mittelspecht eher ein Kick-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